Landidylle und süße Schweinchen gucken wir uns gern an. Gut gegrillte Bratwurst und Steak, gern genommen. Das, was dazwischen passiert, komm her, Kleines. Blenden wir lieber aus. In diesem Film nicht. Dies ist eine Einladung. Auf den Weg vom Schwein zur Wurst. Auch mit den blutigen Details. Dann fange ich jetzt an, ja? Ich bin Anne und finde Fleisch eigentlich extrem lecker. Massentierhaltung und Schlachtung aber nicht. Bilder aus manchen Ställen und Schlachthöfen verstörend. Das hat mir den Appetit verdorben. Dazu kommen Lebensmittelskandale. Der Fall des Fleischproduzenten Wilke im hessischen Twistetal ist der aktuellste. Mindestens 3 Menschen sollen durch listerienverseuchte Wurst gestorben sein. Mehr als die Hälfte aller Deutschen sagt, Flexitarier zu sein. Das heißt, sie essen nur noch selten Fleisch. Rund 6% essen gar keins. 1983 waren das erst 0,6%. Und 70% der Deutschen finden es wichtig, dass die Tiere, die sie essen, vorher artgerecht gelebt haben. Was das Kaufverhalten betrifft, ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich kenne tatsächlich niemanden, der noch guten Gewissens sagt, ich esse jeden Tag mega viel Fleisch und Billigfleisch, gar kein Thema, mir doch egal. Eigentlich wollen alle gerne Fleisch essen von Tieren, die glücklich gelebt haben und irgendwie ethisch vertretbar geschlachtet wurden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das wirklich besser macht. Das möchte ich mit diesem Film ganz gern herausfinden. Und deswegen vom Anfang bis zum Ende, vom Ferkel bis zur Wurst, selber schlachten, selber Wurst machen und dann schauen, was macht das eigentlich mit meinem Konsumverhalten? Kann ich das Fleisch danach dann wirklich noch essen, guten Gewissens? Dafür fahre ich nach Ringau im Werra-Meißner-Kreis. Ein Schweinehof, keines der Extrembeispiele aus den YouTube-Videos. Weder ein super Öko-Betrieb, noch eine riesige Schlachtfabrik. Ein konventioneller Familienbetrieb mit regionaler Wertschöpfungskette. Eigener Futteranbau, 400 Mastschweine, eigene Schlachtung und Metzgerei auf dem Hof. Dort kann ich jeden Produktionsschritt gut kennenlernen und mitmachen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich einen Betrieb gefunden habe, der mitmacht. Hallo, Richter. Hallo. Anna Bettina, Herr Rundfunk. Hallo. Erik Sippel ist der Chef der Schlachterei Reinhardt. Seine Frau Elke ist vor allem im Büro. Sohn Markus ist auch Fleischermeister und wird den Betrieb bald übernehmen. Das Klischee vom grobschlächtigen Metzger trifft auf ihn so gar nicht zu. Also wenn jetzt quasi Leute treffen auf einer Party oder so und sie erzählen, dass sie Fleischermeister sind, reagieren die dann noch komisch manchmal oder eher nicht? Was sind denn das kommt dann eher sowas wie, echt, sowas machst du? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, sieht gar nicht so aus. Und dann wären wir wieder beim Klischee, aber das ist halt nicht mehr so heutzutage. Heutzutage machen Metzger wie Markus Sippel eine Zusatzausbildung als Fleischsommelier. Wie beim Wein, nur für Wurst. Fleisch essen soll sowas Kultiviertes bekommen wie Wein trinken. Sein Vater ist von der alten Schule, auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt im Nachbardorf Netra. Ein bisschen sonntägliche Freizeit, bevor Montag früh das Schlachten losgeht. Erzählen Sie mal, wie sind Sie denn Metzger geworden eigentlich? Hatten Sie eine Wahl? Ja, auf jeden Fall hatte ich die Wahl. Aber ich würde mal sagen, das ist beziehungstechnischer Hintergrund. Eingeheiratet? Ich hatte, ja genau, Schwiegersohn, eingeheiratet, beruflich anders orientiert gewesen und dann eine Entscheidung getroffen, ja, okay, ich probiere das mal und ja. Okay, dann was haben Sie eigentlich gemacht? Eigentlich hatte ich Kfz-Mechaniker gelernt. Aber haben Sie lange überlegt, ob Sie das machen wollen? Natürlich war das eine Umstellung, aber ja, ich sage mal so, früher habe ich eine Ölablassschraube aufgedreht und heute hat man dann ein Messer ins Schwein zum Ausbluten. Okay, ach so, also ist das für Sie tatsächlich was Mechanisches inzwischen und gar ist, nicht so viel? Das wurde, wenn man das öfter macht am Tag oder so, ist das schon eine gewisse Routine und oder Mechanik. Ob Ölablassschrauben oder Metzgermesser, alles reine Routine? Beim Weihnachtsmarkt in Netra kennen die Leute Erik Sippel und seine Wurst.
die geht gut weg. Ab morgen helfe ich dann beim Nachschub. Routine wird es sicher nicht werden. Wie wird sich's anfühlen? Wie abgeklärt werde ich? Mir ist ein bisschen flau im Magen. Bock auf Bratwurst hab ich jedenfalls nicht mehr. Hallo? Ich bin noch nicht so weit. Hallo? Andi, ich hätte gerne 4 Würstchen. Erik Sippe schmecken seine Würstchen. Danke. Montag ist Schlachttag. Die Vorbereitungen laufen schon seit 5 Uhr. Ich hole mit Erik Sippel zu Anschauungszwecken erstmal ein Schwein. Insgesamt 10 Tiere müssen heute dran glauben. Bei richtig großen Schlachthöfen sind es 30.000 am Tag. Dass ein so kleiner Betrieb sich bei vergleichsweise niedrigen Preisen, eine Bratwurst kostet rund 1,30 Euro, rentiert, liegt vor allem an einem: langen Arbeitstagen aller Familienmitglieder. Wie voll ist Ihre Woche so? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Was würden Sie schätzen? Was würde ich schätzen? Wenn ich jetzt von jedem Tag wenigstens 10 Stunden ausgehe, ist es wenig. Echt? Okay. Und auch am Wochenende immer? Und immer. Also auf jeden Fall eine stabile 70-Stunden-Woche. Das denke ich mal auf jeden Fall. Waren Sie ja nicht mal am Punkt, dass Sie dachten, boah, kein Bock mehr? So weit bin ich gerade. So weit bin ich gerade. Erik Sippel hat genug. Nach der vielen körperlichen Arbeit und immer strengeren gesetzlichen Vorschriften. Sippel will sich langsam zur Ruhe setzen. Er kann es sich leisten, die Nachfolge ist gesichert. Das ist in der Metzgerbranche nicht selbstverständlich. Die Zahl der Auszubildenden hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Jedes Mal, wenn wir in den Schweinestall gehen, müssen wir uns umziehen und die Schuhe desinfizieren. Wegen der Seuchengefahr, zum Beispiel der Schweinepest. Warum ist das so wichtig? Weil normalerweise leben, also... Das soll die Schweine verbliebenen Keime restlos beseitigen. Sind Schweine so anfällig? Und, oder sind die... Teilweise, zumindest ist es eine Vorsichtsmaßnahme. Man geht der Sache eben. Ah, okay, oh, ich glaub, das habe ich nicht so gut gemacht. Ja, aber mir hat es nicht so geschäumt. Genau so. So. Okay. Damit der Sache genügend getan ist, genau. Dann haben die quasi die Schweine gar nicht so richtig Kontakt mit der Außenwelt, sobald sie im Stall sind, wenn man da so vorsichtig sein muss? Ja, eigentlich nicht, nein. Der Stall ist ein komplett geschlossenes System. Nicht mal die Fenster werden geöffnet. In Biobetrieben ist das anders. Mit Bio haben Sie mal überlegt, ob Sie umstellen? Wir hatten das schon überlegt, aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, der Aufwand, den wir haben, steht nicht im Verhältnis dann. Wir können es preislich nicht umsetzen. Ja gut, aber also, Leute, Konsumenten bezahlen ja auch mehr für Bio. Ja, natürlich, aber wir müssten dann noch Getreide zukaufen, Biogetreide, was dementsprechend teurer ist. Oder auch der Grund, die Ferkel im Einkauf, wesentlich teurer. Erik Sippel kauft seine Ferkel beim Bauern im Nachbardorf und mästet sie ein Jahr lang, doppelt so lang wie normale Mastschweine. Sippel braucht fetteres Fleisch für seine Ahle Wurst, eine nordhessische Spezialität. Das Futter für die Schweine bauen die Sippels selbst an. Es läuft automatisch in die Tröge. Die Gülle treten die Schweine durch die Betonspalten. Tägliche Arbeit fällt kaum an. Ein kurzer Kontrollgang reicht. Würden die Schweine nach Biostandards gehalten, auf Stroh stehen und regelmäßig an die frische Luft kommen, wäre das viel mehr Arbeit. Wie viel mehr Glück macht das aus in einem kurzen Schweineleben? Vermenschliche ich sie zu sehr? Die Würfel sind gefallen. Schwein ausgewählt. Es lässt sich nicht lang bitten. Schicksal besiegelt. Zurück zur Schlachterei Reinhardt, 3 Autominuten vom Stall entfernt. Erik Sippel mag seine Schweine. Aber Namen bekommen sie nicht. Das wäre dann doch zu eng. Würden Sie sich wünschen, dass sich Fleisch, also Konsumenten halt
mehr damit auseinandersetzen, wie ihr Fleisch produziert wird, wie das, was sie essen, produziert wird? Das wäre vielleicht, schätze ich mal, für die jüngere Generation auf jeden Fall von Vorteil, um mal zu sehen, wie das überhaupt, erstmal wie es entsteht, wie das Fleisch wächst, bis es dann erstmal wirklich so weit ist. Ja. Und dann, wie es eben dann verarbeitet wird, von der Schlachtung her an, würde ich schon sagen. Das Schlachten übernimmt inzwischen Sohn Markus. Der wartet schon, wie ein Todesengel. Ich muss wieder Arbeitskleidung anziehen, mich desinfizieren. Die Vorschriften sind streng. Will ja auch niemand mein Haar in seiner Wurst haben. Würden Sie denn sagen, dass Sie gerne schlachten? Oder ja. Eher nicht? Oder ist das nicht hart? Doch, ich schlachte gerne. Ja? Also macht ja. Ihnen gar nichts? Nein. Das Tier? Absolut. Nee, ich mache das ja schon mit Würde und artgerecht, dass dem Tier halt so wenig Leid wie möglich zugefügt wird. Okay, so schauen wir uns das mal an. Genau, schauen wir uns das mal an. Da haben wir das Schweinchen. So, jetzt werden wir es mal ein bisschen waschen, nass spritzen. Ach echt? Ja. Echt waschen ist es dann doch nicht. Der Strom der elektrischen Betäubungszange soll nur besser leiten. Das war's schon. Das war's schon, genau. So, jetzt kommt der Part, den die meisten Menschen sehr gerne ausblenden. Ich finde es wichtig, es zu zeigen. Aber für die es vielleicht schwer erträglich ist, die skippen am besten ein, zwei Minütchen oder im linearen Fernsehen holen sich jetzt mal was zu trinken vielleicht. Und wie stellen Sie jetzt sicher, dass das nicht leidet? Das werden Sie gleich merken. Also. So. Ja. Das Leiden wäre normal, dann würden es quieken oder schreien oder. Das ist jetzt schon tot. Das ist jetzt betäubt. Ach, nee, betäubt. Mit den das zittert ja noch so. Ja, genau, eben der Piepton, das war die 4 Sekunden Mindestbetäubung. Bei unseren Schweinen machen wir das alles ein bisschen länger. So, das ist jetzt die Herzbetäubung. Damit erzeugen wir das Kammerflimmern und das wäre jetzt schon die Tötung. Okay. Was? Okay. Das ist Luft, weil sich die Muskeln anspannen. Genau, und dann noch einmal in den Kopf. Dreimal? Dreimal machen wir das. Ist das normal? Das ist nicht normal, nein. Erklären Sie mal. Ja, wir betäuben halt unsere Schweine länger, ja. Beziehungsweise weil sie größer sind und erstmal, weil wir das verhindern wollen, dass sie unnötig leiden. Ja. Genau. Also so stirbt das eigentlich erst, ja? Genau. Normal ist die Tötung durch Blutentzug. Aber da wir schon das Kammerflimmern mit der Herzbetäubung erzeugen, ist es dann schon tot. Okay. Und warum machen das die anderen Schlachter nicht? Oder ich hatte das aber ist, so wie wir betäuben, ist zeitaufwendig. Wenn man das auf dem Schlachthof bei jedem Schwein machen würde, dann würden die dementsprechend wenig Schweine schlachten. Verstehe. Deswegen wird das auf den meisten Schlachthöfen mit der Gasbetäubung gemacht. Da werden mehrere Schweine in eine Gasgrube geschleust, in der sie Kohlendioxid einatmen. Das wirkt aber nicht sofort, sondern langsamer und stechend. Die Schweine bemerken die Atemnot und haben Erstickungsgefühle. Es sieht zwar alles furchtbar blutig aus, aber die Situation fühlt sich weniger schlimm an, als ich gedacht hätte. Die Stimmung ist ruhig, die Arbeit routiniert. In der Entborstungsmaschine wird das Schwein gebrüht und enthaart. Ist die Schwelle vom Lebewesen zum Lebensmittel hier schon überschritten? Und jetzt entfernen wir halt die restlichen Haare, also Borsten. Ist das Ohr an? Oh, ist das Ohr abgeschnitten. Okay, ciao. Ich mach nur die Ohrmuschel raus. Jetzt schneide ich. Ohrmuschel, Augen und Drüsen werden nicht verarbeitet. Sonst aber das komplette Schwein. Geselle Dominik Lahn flammt noch die letzten Borsten weg. Es riecht nach verbranntem Haar. Sonst aber nicht so schlimm wie gedacht. Nach Tod, Blut, Gedärm. Boah, ey. Ich hatte halt einfach vor 10 Minuten noch gelebt. Das ist jetzt total abstrakt. Sie verarbeiten jetzt kein Tier mehr, sondern Fleisch. Was im Schlachtraum passiert, wirkt selbstverständlich. Hinzuschauen ist nicht mehr so schwer. Von außen und im Nachhinein sieht es anders aus.
Kannst du dich noch an deine allererste Schlachtung erinnern? Ja, das weiß ich noch. Da war ich Treiber. Da habe ich die Schweine zur Zange getrieben. Aha. Das weiß ich noch, ja. Wie alt warst du da? 17. Wie war das? Ja, ungewohnt. Das war im Hochsommer, da hatte ich auch kein Wasser dabei. Mhm. Habe ich auch vergessen an dem ersten Tag. Und da habe ich aus dem Hochdruckreinigerschlauch habe ich Wasser getrunken, aus dem Schweinestall hinten. Ach. So. Ungewohnt war das, oder fertig war ich da. Das ist 13 Jahre her. Inzwischen ist Markus Sippel ziemlich flott an der Kettensäge. Schiebe. Das könnte auch Holzstamm sein. Super. So. Ein bisschen mit Abstand, dann, dass sie schön auskühlen können. Ah ja, okay. Ja? So. Genau. Das war dann schon einmal das Schlachten. Soweit. Okay. So. Ich hab's überlebt. Das Schwein nicht. Nee. Es bleibt nicht bei dem einen Schwein. Wir fahren noch zweimal hin und her. 4 bis 5 Schweine werden gleichzeitig geholt. Das heißt, dass sie sich gegenseitig beim Sterben zugucken. Ob die Tiere ihren Tod erahnen können, ist umstritten. Gequieke oder Geschreie ist jedenfalls nicht zu hören. Schlachtung Nummer 2. Ich bin etwas abgeklärter. Das ging schnell. Markus Sippel hingegen wird weicher. Könnten Sie jedes Tier töten? Also auch. Könnte, wenn ich es müsste, auf jeden Fall, ja. Aber bei Hasen zum Beispiel, da habe ich so ein bisschen meine Hemmung. Warum? Ich weiß auch nicht, weil ich sie so flauschig süß finde. Da lacht der Kollege, warum? Wäre das für Sie kein Problem? Ja, aber nein. Ich töte alles, sagt er. Ja, das ist kein Problem. Okay. So abgeklärt werde ich nach einer Woche Schlachten hoffentlich nicht sein. Gestern tot, heute leben. Erik Sippel nimmt mich mit zum täglichen Kontrollgang. Das riecht echt krass hier. Der Güllegeruch beißt sich innerhalb von Sekunden in Haaren und Kleidung fest und hält sich hartnäckig. Wir bringen Holzbretter zum Knabbern. Beschäftigungstherapie in einer reizarmen Umgebung. Jetzt achten wir darauf, ob überall genügend Spielzeug. Weil bei den schweren Schweinen ist es einfach so, das hält ca. 14 Tage. Mhm. Und dann ist das, ich sag mal, einfach weg. Es ist kaputt gefressen. Ach echt, die zerbeißen das dann so? Die zerbeißen das so. Vorgeschrieben ist das nicht. Bei Sippels hat ein Schwein 1,5 bis 2 Quadratmeter Platz. Das deutsche Mindestmaß liegt bei nur einem 3/4 Quadratmeter. Die Tiere sind aber auch größer, weil sie lange gemästet werden. Ich bin überrascht, wie zutraulich sie sind. Man darf sich da nicht zu sehr dahin hängen. Ja, sonst kann man wahrscheinlich Herzen, nicht mehr mit dem Herzen dabei sein. Ja. Das ist mal so. Naja, okay. Dafür sind es Nutztiere. Ja. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Unterscheidung. Denen würden sie ja auch nichts tun, den Pferden da draußen. Mit denen verbringt er auch Freizeit. Füttert und pflegt Friedel und Gatsby, obwohl sie seit Jahren nicht mehr geritten werden. Haustiere dürfen einfach nur da sein. Zurück zu den Nutztieren. Wir verarbeiten die abgehangenen Schweinehälften. Ich habe da so Fleischstückchen drin, okay. Der Geruch von kaltem Fleisch, die Fleischfetzen, die im Kettenhandschuh stecken, das muss ein Metzger tagtäglich abkönnen. Das Zersägen von Knochen, mühsam. Ah, okay, so ein bisschen quer halten, ja? Wenn du mich jetzt einstellen würdest, Markus, was würde ich verdienen? Als Lehrling im ersten Lehrjahr? Ja, wahrscheinlich wenig. Um die 600 Euro rum. Boah,
krass. Und wenn ich dann fertig bin und Geselle bin? So, fängt das dann bei 2000 an, je nachdem. Mhm, brutto. Ja. Wäre ich geübt, würde ich in 1 bis 2 Stunden die Schweinehälfte zur Wurst verarbeiten. Bei meinem derzeitigen Tempo wäre ich den ganzen Tag beschäftigt. Wie ist das denn für dich, dass ich da so Probleme mit habe und so moralische Vorbehalte? Ist das für dich nachvollziehbar? Jetzt in Sachen... Essen. Essen? Mhm. Ja, Schlachten auch, aber auch Essen. Nein, das ist ja jedem... Also muss ja jeder selber wissen. Ja, oder ja, aber ist das für dich nachvollziehbar? Eigentlich nicht, nee. Jeden Mittag kocht Oma Gisela Reinhardt Essen für die ganze Mannschaft. Jeden Tag Fleisch, ist klar. Heute Leber. Wie es sich gehört, reden wir über die alten Zeiten. Früher war es einfach. Wir haben alles über den Laden verkauft. Ist alles hier geholt worden. Der Hof stand manchmal voll Autos. Wir hatten zu zweit im Laden zu tun, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Heutzutage muss das Fleisch zur Kundschaft gebracht werden. Per Online-Versand oder über Wochenmärkte. Das mache ich morgen. Die 6 Gesellen und die Sippelmänner essen jeden Tag zusammen. Mein Käsebrötchen und ich, ein Fremdkörper zwischen den Männern mit ihren Lebern. Mittwoch ist Markttag. Verkäuferin Melanie Kukuruz arbeitet mich ein. Wir fahren 15 Kilometer nach Eschwege. Die Schlachterei Reinhardt verkauft auch in Marburg, Kassel und in Supermärkten. War das denn so dein Traumberuf, Fleischerin zu werden, oder war das eher so Zufällen geschuldet? Ja, das ist eher Zufall geschuldet. Wie gesagt, ich wollte gerne mal so als Kindergärtnerin oder Altenpflege, das wäre so, ne? Also mit Menschen. Also einfach mit Menschen. Mhm. Ne? Und ja, ich habe halt eine Lehrstelle gesucht damals und irgendwann hat meine Oma damals ans Klassenzimmer geklopft in der Schule. Da unten am Stab wird ein Geselle, also ein Stift gesucht. Du gehst jetzt sofort mit mir da runter. Ja, und dann hatte ich ja meine Lehre. Ich weiß nicht, musst du auch selber schlachten und so? Nee, das brauche ich nicht. Ich bin ja nur Verkäuferin. Ja, ne? Könntest du das? Also in dem Moment, wo sie tot sind, glaube ich, könnte ich's. Ja. Also ab da, ab diesem Zeitpunkt. Aber ich weiß nicht, ob ich der Bestimmer der Zange sein möchte. Morgen. Bestimmerin der Zange? Nee, dann doch eher Bestimmerin des Wurstverkaufs. Wenn das Tier bis zur Unkenntlichkeit verwurstet ist, schwinden die Skrupel. Gestern noch Mitleid, heute treibe ich Handel mit dem Schwein. Und es macht sogar Spaß. Ist es Ihnen wichtig, dass Sie so regional einkaufen? Das ist schon wichtig. Ja. Vor allem, ich komme hierher, damit Sie noch hier bleiben. Ja, das wird immer weniger. Überlegen wir, was das gekostet hat, das ist lächerlich. Guck dir mal den Preis an. Genau. Guck dir mal den Preis an. Zwei große Bier oder das? Ne? Wir kommen auf dem Lande. Frische Eier, das hole ich schon alles immer hier gerne. Ah, okay. Also auch wegen des Tierwohls und so. Oder? Mhm. Genau. Das versuchen wir darauf zu achten oder versuche ich darauf zu achten, dass ich mehr aus der Region kaufe, ja. Okay, verstehe. Dann das für Sie. Danke. Nein. Diskussionen in sozialen Medien erwecken den Eindruck, die Deutschen würden zu einem Volk von Veganern und Tierschützerinnen. Auf dem Wochenmarkt in Eschwege läuft das Geschäft mit Alawurst und Co. ungebrochen. Das spiegelt den allgemeinen Trend. In Deutschland wurde und wird viel Fleisch gegessen. Mehr als 60 Kilo pro Person und Jahr. Die Zahl der Metzgereien ist in den letzten 10 Jahren um ein Drittel gesunken. Wegen der Supermarktkonkurrenz und des Nachwuchsmangels. Die es noch gibt, machen immer besseres Geschäft. Die Schlachterei Reinhardt bringt den Sippels bis zu 1 Million Euro Jahresumsatz. Freitagmorgen, 6 Uhr. Es ist soweit. Heute werde ich ein Schwein schlachten. Stehen schon bereit. Kein Sippelschwein, sondern ein Auftragsmord. Guido Möller und Sohn Marlon halten ein paar Schweine. Geschlachtet wird bei Sippels. Wie alt ist das? Circa 2,5, 3 Jahre. Ach, so lange haben Sie es, warum haben Sie es so lang behalten? Ist das normal? Ich mache das so, weil die Fleischqualität ist besser. Okay. Es ist nicht mit Wasser gefüttert, also
überwiegend mit Wasser. Also das Fleisch kann wachsen. Ah, verstehe, okay. Aber wenn Sie so lange haben, haben Sie keine emotionale Bindung Nein. dazu? Wow, okay. Echt? Das hat einen Namen? Rutschchen. Rutschchen? Das Schwein hat einen Namen. Der letzte Weg in einer engen Holzküste. Ich werde Wutzi ins Jenseits befördern. Morgen. Morgen. So. Mhm. Dann willst du mal schlachten? Ja. So. Ja. Okay. Die Betäubung übernimmt Markus Sippel. Ich will nicht, dass Wutzi leidet, falls ich etwas falsch mache. Will nicht Bestimmerin der Zange sein. Ich stehe neben mir. Kann ich das? Soll ich das? Was passiert dann mit mir? Wie funktioniert das nochmal? Ich hab's ja eigentlich oft genug gesehen inzwischen. Okay. Hier rein. Hier. Und hier wollen. Ja. Okay. Ja. Dich? Ja, doch. Oh Gott, ich hab's einfach alles gemacht. Gut, alles gut. Schnell einen Schritt weg. Distanz schaffen. Super. Wo hast du deine Arbeit gemacht? Du hast du gut gemacht. Alles gut. Okay. Markus Sippel spricht mir gut zu, wie einem Kind. Ist aber doch in einer ganz anderen Welt. Hm? Aber denk halt nicht drüber nach, dass es Blut ist, ne? Nein, das muss ich ja denken. Man muss halt das Eiweiß jetzt vom Blut trennen und. Okay. Irgendwann wird es schwieriger, weil da spürst du dann ein bisschen mehr Widerstand und dann fängt es an, sich zu binden. Krass warm halt, ne? Boah, ist schon ja, 37 Grad so circa. Da stehe ich nun, ich Fleischskeptikerin, und rühre in lebend warmem Blut für Blutwurst. Ich kann Tiere töten, ich kann Tiere verarbeiten. Das kann man lernen. Man gewöhnt sich an vieles. Als Wutzi aus der Entborstungsmaschine kommt, ist sie für mich schon mehr Fleisch als Tier. Ich fühle mich ziemlich leer während der Handgriffe, die ich diese Woche gelernt habe. Abflammen, Torso öffnen, Gedärme rausholen. Markus Sippel lotst mich routiniert durch das Massaker, übernimmt, wo ich nicht mehr kann. Soll ich halten? Das darf ausfallen? Nee. Ich halte mal. Warte. Oh, Jesus. Okay. Hoch oder runter. Meine innere Verarbeitung wird länger dauern als Wutzis Verarbeitung. Ich fühle mich, als ob ich einen Tatort reinigen würde. Meinen Tatort. Spuren wegschrubben geht schnell. Schuld beseitigen, nicht so einfach. Wutzi ist gestorben. Damit muss ich jetzt leben. Die Schweine im Ringgau haben es besser als viele andere. Aber so richtig toll ist ihr Leben nicht. Ihr Sterben sicher auch nicht. Aber sie werden sorgfältig betäubt und schmerzfrei geschlachtet. Ich will mich nicht daran gewöhnen und ich will Wutzi auch nicht essen. Ich bin gespannt, ob sich das mit dem Verblassen der Erinnerung wieder ändert. Ich habe ein Stück Wutzi mitgenommen. Und so eine Aale Wurst, die hält sich ja bekanntlich ziemlich lange.